So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg und zwar geht's weiter mit unserer Home-Shopping-Tour. Ey, ich sag's euch, man braucht einfach alles, wenn man jetzt einen Neustart hat. Wir haben ja gar nichts hier, also wir haben auch nichts mitgenommen aus Deutschland. Wir brauchen halt von, keine Ahnung, Gardinen über Teppiche, über ein Bett, über eine Couch. Küche ist drin, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich von der Küche kaufen, boah, das ist ja schon auch ein Riesenaufwand, einfach super teuer. Deswegen Küche ist drin, aber ansonsten Besteck, Töpfe, Sauger, alles. Man braucht halt einfach alles, ne? Deswegen, ja, wir machen diese Woche eine große Shoppingtour und hoffen dann, dass wir jetzt Ende der Woche einziehen können. Und dann geht's auch schon los mit Weihnachtsdeko. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bagel Store. Ich bin sehr gespannt, werden gleich berichten. Aber wir haben ja zu Hause tatsächlich schon ein paar Mal Bagels gegessen und die sind super lecker. Was sagt ihr? Ich fand's lecker, sehr, sehr lecker. Ich fand's auch gut. Ah ne, ist am 5. War aber sehr, sehr lecker. Können kann wir euch nur empfehlen. Okay. Hier. Direkt hier. Auch da. Wir haben eine neue Addiction. Starbucks Matcha Latte. Nee, Strawberry Matcha Latte mit Mandelmilch. Super lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Sind die zu groß? Wirklich? Was ist für eine Größe? $10, hör mal. Schnäppchen, die nehmen wir mit. Top. So schnell geht's. Wir sind nicht mal richtig drin. Das ist ein Schnapper. Die kann man aber auch so jeden Schrott kaufen. Den kleinen Schwein braucht aber einfach geil. Das ist die Schwachstelle bei Scarlett. Klein Scheiß. Klein Scheiß. Ach, das ist sehr süß. Guck mal. Das kaufe ich doch nicht. Ist das mit Ton? Ja? Ist das mit Ton? Ja. Was ihr aufnehmt? Ja. Was guck mal, wir haben schon ganz viele schöne Kissen. Oh. Aber weißt du, was du auch brauchst? Hm? Die Strümpfe für den Kamin. Ja, die habe ich aber gestern. Ja, für den hässlichen Kamin, der da drin ist. Aber die haben wir gestern auch in so einem Laden schon gesehen. Okay. Falls ihr noch diese rote Decke seht, schreibt. Ja. So, eigentlich sind wir Ringhandtücher drin. Bilderrahmen brauchen wir auch. Was war das, was ihr gestern bei Ikea gekauft habt? Diese großen Beigen? Was das war das? Das sind die Schlafdecken. Aber die sind, sehen aus wie Tagesdecken, aber als Schlafdecken. Deswegen, ich glaube, so Tagesdecken braucht man gar nicht. 70 Euro, schon teuer, ne? Ja. Eigentlich ganz süß, ne? Oh ja. Das sieht cool aus. Ja, finde ich auch. Ich nehme mal beides mit. Wir haben ja noch ein paar Bäder, die so bestückt. Siehst du noch einen Zahnputzbecher davon mit diesem Schleifchen? Das muss man so eine geile Snackdose fertig machen, ne? Für den Strand oder so. Das ist besser als diese kleine Brotdose, ne? Ja, kann man. Oder auch so Organizer, was nicht schlecht ist für den Kühlschrank, ja, ne? Wo du dann Obst und so reinpackst. Auf jeden Fall verschiedene Größen. Das ist, was wir jetzt auch in dem anderen Haus haben. Das ist geil unterwegs. Und dann können wir das schön so einpacken und dann können wir das mit zum Strand nehmen. Dadurch, dass wir jetzt unsere ganze Campingausrüstung haben für den Strand, darf sowas auch nicht fehlen. Simba feiert heute mit uns Halloween. Und er geht als Dino. Ich kann nicht mehr. Wie lustig sieht der denn aus, bitte? Simba, du siehst mega aus. Du wirst auf jeden Fall heute das Highlight sein von unserem Halloween Walk. Heute finally moving day. Wir ziehen um. Wir haben endlich ein Haus gefunden und hi! Und können heute endlich umziehen. Deswegen alle sind aufgeregt. Vor allem die Große ist aufgeregt. Und wir haben jetzt alle Sachen gepackt. Es gab ein Riesenchaos mit dem Haus. Deswegen das erzählen. Alles ist gekommen. Genau, wir hatten ein Riesenchaos. Genau, was mit dem anderen Haus war. Und mussten jetzt ein neues Haus finden. Hat aber alles geklappt. Und genau, wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Ihr seht schon, dass es die Garage hier ist. Wir haben gerade schon die ganzen Autos vollgepackt. Und gleich kommt noch so ein Truck, der lädt die restlichen Sachen ein. Und dann geht's los.
Was ist denn da los? Ich frage mich wirklich, wo diese ganzen Sachen herkommen. Was machst du da? Kommst du klar? Du hast auch lange die Sonne nicht gesehen, ne? Jetzt geht's so viel. Los geht's. Bist du stark? Ja, ich habe Müllpacker. Anja, könnte man könnte auch sagen, du bist ein Allrounder. Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen, ne? Ich finde, ihr ich macht das. Mein Sicherheitsschuh, ne? Nee, Anja, du machst das spitze. Weltklasse. Also ihr seht, es ist überall hier Chaos in der Bude. Eigentlich schon fast alles leer. Ankleide. Stehen noch unsere Anziehsachen. Und ein paar Klamotten. Hier ist noch ein bisschen Chaos von uns. Aber das beseitigen wir gleich und dann geht es los. So, das ist unser Airbnb. Wir müssen jetzt heute nochmal ein letztes Mal hier hin, weil wir noch kein warmes Wasser haben und wir tatsächlich hier zum Duschen heute hinfahren. So, das ist erstmal der Eingangsbereich. Hier sind so Schuhdinger. Und was ich richtig, richtig schön finde, ist dieser Raum. Das ist so eine Art Bibliothek mit ganz hohen Decken. Wir haben ihn tatsächlich gar nicht genutzt, aber an sich ist das, finde ich, total schön gemacht. Super hell, weil hier überall noch so Dachfenster sind. Dann gibt es hier noch so eine kleine Kaminecke. Dann geht's weiter, hier ist so ein Billardraum. Wir hatten das jetzt als Spielzimmer umgenutzt. Wir hatten hier so Laufstall für die Kurze. Einmal einen Esstisch, finde ich mega schön. Eine kleine Coffee-Ecke. Dann die wunderschöne Küche. Mein persönliches Highlight des Hauses, weil ich liebe amerikanische Küchen, gerade wenn die jetzt wirklich noch so richtig typisch amerikanisch sind, mit so einer riesen Kochinsel. Genau, dann wieder eine kleine Kaminecke, ein wunderschönes Sofa, was in den Häusern echt gut durchdacht ist in den meisten. Die haben extrem viel Stauraum. Hier ist auch nochmal so ein kompletter Vorratsraum, super praktisch und... Genau. Was haben wir denn noch? Die haben tatsächlich alle kleine Gärten und viele haben auch keinen Rasen. Deswegen für uns war das doof mit den Kindern. Aber hier ist eine Barbecue-Area mit einem Grill, eine Lounge, mega cooler Pool, so ein Naturpool. Die haben auch tatsächlich alle Salzwasser drin, also gar nicht so schlecht für die Haut. Und schaut euch mal den Blick an, da hinten sieht man einfach das Meer. Richtig schön. Und jeden Abend einen richtig schönen Sonnenuntergang. Ein kleines Gästebadezimmer. Auch ganz süß gemacht. Ich sehe aus. Tada. Räume mit Stauraum. Sowas finde ich fehlt in Deutschland. Also wir hatten zum Beispiel das Haus auf jeden Fall nicht. Also super gut durchdacht. Garage. Tischtennisplatte. Dann ist hier ein Gästezimmer. Auch ganz süß. Die haben immer auch direkt ein Badezimmer dabei. Und ja, die Häuser sind alle allerdings nicht unterkellert. Es gibt immer nur eine Etage, beziehungsweise zwei Etagen. Und viele haben auch nur eine Etage. Aber es ist halt echt süß gemacht. Das war das Zimmer von der Kurzen. Und mit einem kleinen Kleiderschrank. Finde ich auch cool. Die haben fast alle so einen begehbaren Kleiderschrank. Badezimmer. Auch ganz süß. Noch ein Gästezimmer. Hier ist auch noch eine kleine Terrasse dabei, beziehungsweise ein kleiner Balkon. Eigentlich auch ganz süß gemacht. Hier sieht man auch nochmal die Wohngegend. Es war wirklich, also wir haben uns hier total wohl gefühlt. Super safe und für die Kinder total schön mit kleinem Spielplatz und echt süß gemacht. Alles, was man braucht. Also ich finde, für so ein Airbnb hat man sich einfach sofort heimisch gefühlt, weil es sehr gemütlich eingerichtet ist. Hier auch wieder so ein kleiner Wäscheraum. Ich bin ein Handtuch, welche duschen muss. Genau, hier sieht man das nochmal, wie cool das ist. Also hier sind wirklich extrem hohe Decken, aber wie gesagt, total schön gemacht. Und hier ist das Master-Schlafzimmer. Richtig geil. Die haben das super gemütlich. Mit Kamin. Und guck mal, wie schön das ist. Das ist ja wohl mal ein Highlight, oder? Badezimmer. Auch richtig schön gemacht. Da hinten ist noch eine Dusche.
hast gefilmt. Was denn? Ich muss nochmal alles in ordentlich filmen hier, dass die Leute sich das anschauen können. Tutut, tutut. Und auch wir hatten dann noch ein Ankleidezimmer. That's it. Das war unser Airbnb. Weiter geht's mit unserer Shopping-Tour. Also, ich bin jetzt auf dem Weg, husch schnell in den Sprouts rein. Weil ich sag's euch, wir haben einfach nichts im Haus. Der Strom haben wir, aber kein warmes Wasser, kein Gas. Und dementsprechend können wir auch nicht kochen. Aber das ist nicht schlimm, wir holen uns jetzt was to go. Haben jetzt gerade noch Teppich und alles geholt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich noch 800 Mal losfahren, weil einem immer noch irgendwas auffällt, was dann doch noch fehlt. Deswegen, die Tour ist noch lange nicht beendet, aber dank Target und HomeGoods, das ist ja TJ Maxx, kommt man hier auf jeden Fall, sieht man alles, was man braucht. Und ich muss sagen, wir haben damals, als wir zusammengezogen sind, habe ich auch schon super, super viel bei TK Maxx in Deutschland gekauft, weil ich finde, die haben immer richtig coole Sachen. Man muss immer ein bisschen gucken, weil die natürlich auch viel Schrott haben oder super viel Kitsch. Aber ich finde, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt und durchstöbert, gibt es so geile Sachen und halt echt verhältnismäßig günstig. Zum Beispiel haben wir die ganze Küche damit eingerichtet, also von Besteck über keine Ahnung was und alles, hat man nur so, keine Ahnung, für 4, 5 Dollar, dann 10 Dollar, weil das ja immer so Restposten sind. Deswegen muss man sich dann immer alles so ein bisschen zusammensuchen. Aber die haben so schöne Sachen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch so Weihnachtsdeko und alles mega geile Sachen. Ich hole jetzt schnell was zum Snacken für alle. Und Sprouts ist auch so ein Bio-Supermarkt. Die haben aber auch immer so fertige Sachen schon und auch eigentlich ganz lecker. Also hier findet man eigentlich für jeden irgendwas Leckeres. Wir sind an unserem Lieblingsspot. Es ist einfach der schönste Ort hier. Es ist so schön, da unten ist ja dieses kleine Örtchen. Und hier ist Shake Shack. Und zum Sonnenuntergang kann ich euch sagen, ist das hier ein absoluter Traum. Ich bin jetzt gerade angekommen und zwar habe ich heute meine erste Mami-Class. Ich habe mich hier in so einem Babykrabbelkurs angemeldet und freue mich total drauf. In Deutschland muss ich tatsächlich sagen, hatte ich da gar keinen Bock drauf. Habe auch keinen einzigen Kurs mitgemacht, auch nicht mit der Großen. Aber ich dachte mir jetzt hier so zum Connecten, auch dass man ein paar andere Mamis kennenlernt, sich ein bisschen austauschen kann und überhaupt so ein bisschen connected. Ist es ja am allereinfachsten irgendwie auch über die Kids, weil man einfach so die gleichen Themen hat. Und deswegen machen wir uns jetzt auf zur Kids Class. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Hier ist dieses Mommy Date. Da hinten sind ganz viele Cafés und man kann auch direkt parken. Richtig schön und wir haben bestes Wetter. So, erste Mommy-Class beendet. Und ich muss sagen, war echt richtig süß. Wir haben, also eigentlich würde ich sagen, wie in Deutschland auch. Man singt Lieder, man stellt sich vor, man bespricht so ein bisschen, was so in der Woche angestanden hat, beziehungsweise gut geklappt hat und tauscht sich einfach so ein bisschen aus. Da waren jetzt, ich glaube, 8, 9 Mommies und tatsächlich auch 2 Deutsche. Totaler Zufall. Und ja, war auf jeden Fall cool und ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Über meinen Schatten gesprungen bin, weil ich wirklich normalerweise auf sowas nicht so Bock habe. Aber ich denke, auch für mich, mein Englisch ein bisschen aufzubessern, neue Leute kennenzulernen und auch sich so ein bisschen auszutauschen mit den Kids, das macht ja schon mal auch Spaß. Und vor allem auch, die haben ja, fühlen ja und haben ja auch irgendwie gerade das Gleiche. Deswegen voller Erfolg!